Gildenquest. Meine erste. Oh Gott, das ist dann die Magiergilde. Okay. Das heißt, ich mache für die Magiergilde wieder Quest. Die habe ich erst vor kurzem mit einem anderen Charakter gemacht. Die kenne ich deswegen schon. Die wahrscheinlich kommt. Ich kann zumindest sagen, viel Spaß. In eurer eigenen Heimat. Was werdet ihr nur tun? Auf eine gute Art und Weise, aber verrückt, finde ich. Selbstverständlich. In Eldenwurz gibt es bedeutende Niederlassungen. Also, wenn es so ist, wie ich es erhoffe. Es müsste auch hier sein. Ja. Und wie gesagt, ich bin jetzt auch in Dark Souls 3 unterwegs. Da habe ich die ersten Probleme mal, weil am Anfang war ich doch sehr überrascht, dass ich doch einiges sehr gut meistere. Und jetzt wird es auch interessant, wie es weitergeht, weil jetzt kommen so leichte Sekiro-Vibes wieder durch. So, weil im Moment bin ich bei Aldrich? Gott, ich weiß echt nie, wie ich den aussprechen soll. Und dann wird schon lustig. Ich freue mich da auf morgen, wenn es dann weitergeht. Morgen 16 Uhr geht es wieder mit Dark Souls 3 weiter. Dann schnappe ich mir den. Und, boah. Wird lustig, ne? Wird lustig. Ah, genau, da ist Valastee. Charlidor hat euch gefunden. Freut mich, euch wiederzusehen. Ich habe den Zauberspruch im Buch enträtselt. Seid ihr für Sheogorats erste Prüfung bereit? Ja, ich bin bereit. Hervorragend. Die Zusammenarbeit mit Charlidor war faszinierend. Obwohl er das Buch nicht lesen konnte, war er dennoch eine unschätzbare Hilfe. Ich musste Schicht für Schicht an versteckten Bedeutungen entschlüsseln, die im Foliant verborgen waren. Dann ist Charlidor hier? Ja, sprecht mit dem Erzmagier. Er meditiert über die kommenden Herausforderungen. Ich bin immer noch etwas ausgelaugt von meinen Bemühungen, daher wird er das Portal zu den Schauderinseln für euch öffnen. Vielen Dank, Valastee. Auriel, bewache eure Schritte. Ich freue mich sehr über dieses Projekt. Charlidors Heiligtum wäre ein Segen für jeden Magier in Tamriel. Selbst Gildenmeister Vanus heißt unsere Arbeit hier gut. Was könnt ihr mir über das Buch erzählen? Ich bin so froh, dass ihr fragt. Oberflächlich betrachtet ist es ein einfaches Buch mit Kindergeschichten aus dem Dunmerland namens Steinfälle. Aber das ist eben nur die Oberfläche. In diesen Kindergeschichten steckt noch mehr? Viel mehr. Jede Geschichte enthält eine verborgene Bedeutung. Kluge Verweise auf arkanes Wissen und Wendungen und Verwicklungen, die in die fernste Vergangenheit zurückreichen. Es war faszinierend, sämtliche Geheimnisse dieses Buches zu entschlüsseln. Sheogorath mag ein Wahnsinniger sein, aber er ist auch ein Genie. Okay, lass ich's erstmal. So, dann sprechen wir mal mit Charlidor. Ja, Sheogorath ist echt ein cooler Charakter. Die Feuerschale ist bereit. Valastee hat sie genau vorbereitet. Nach meinen Anweisungen natürlich. So dient die Feuerschale. Wir haben Schwierigkeiten damit, ein Portal direkt dorthin zu öffnen. Also haben wir diesen Anker erschaffen, um uns zu helfen. Ohne jeden Zweifel eine der Betrügereien Sheogorats. Beim nächsten Mal werden wir sicher keine solche Scherereien haben. Ich bin bereit. Legen wir los. Portal auf die Schauderinsel. Die Lichtung der Göttlichen. Okay, gut. Ich habe eigentlich jetzt gedacht, es kommt eine etwas andere Quest. Aber, gut, wird lustig. Immerhin Sheogorath ist dabei. Ah, genau rechtzeitig. Willkommen zurück. Peter kann ich wahrscheinlich zurück. Spricht mit Haskell. Ah. Ich habe mich schon gefragt, ob ich euch je wiedersehen würde. Mein Herr scheint Freude an meinem Ärger zu haben. Ihr seid hier, um einen Folianten für diesen Charlidor zurückzuholen, richtig? Ja, wo kann ich ihn finden? Einen Augenblick, Sterblicher. Fürst Sheogorath bittet euch, erst eine Aufgabe zu erfüllen, um eure Kompetenz zu beweisen. Er behauptet, er hätte zwei Gegenstände verlegt. Gegenstände, die ihr zurückholen müsst. Und was sind das für Gegenstände?
Eine Gabel und einen Stab. Bitte versucht euch zu beeilen. Mein Fürst lässt mich sehr gerne warten, ist aber selber nicht sonderlich geduldig. Ich habe als Annehmlichkeit ein Portal geöffnet. Es sollte euch geradewegs zur Gabel führen. Eine Gabel und ein Stab, verstanden. Ich würde sagen, bei passender Gelegenheit, Sterblicher. Aber ich erwarte, dass ich noch mehr Zeit vor mir habe als ihr. Okay. Könnt ihr mir etwas über diese Gabel erzählen? Sie ist ein Erbstück. Mein Fürst hängt sehr an ihr. Und sie ist auch ein wenig von Magie umflort, glaube ich. Ich weiß es nicht, ich hinterfrage Fürst Cheogorath nicht. Ich glaube, das sollte man auch gar nicht. Was für eine Art von Magie? Nun, die Gabel regt die Magiker um sich herum an und verschmilzt sie zu synergetischen Effekten. In der Hand von jemandem, der bedeutender ist als ihr, kann dies zu höchst dramatischen Ergebnissen führen. In eurer Hand könnte sie gerade dazu gereichen, Rinderbraten zu eurem Mund zu befördern. Okay. In meiner Hand ist es also eine Gabel. Okay. Ja. Na, schauen wir uns mal hin. Dieser Geruch, das Grab eines Drachenpriesters. Ist gut. Also ich muss jetzt fast schon fragen, ob da jede Fraktion wieder ihre eigene Quest von der Magiergilde hat, habe ich jetzt eigentlich nicht gedacht. Seht euch die Schätze an, die er gesammelt hat. Vielleicht ist auch die Gabel hier. Ja, das müssen wir mal suchen, ehrlich gesagt. Besonnenheit der Praxis. Das scheint jetzt nicht gerade wichtig zu sein. So, da können wir wahrscheinlich nicht weiter. Der alte Kortor hat eine Eisbarriere errichtet. Diese Truhe. Vielleicht ist die Gabel dort drin. Oh, und Gegner. So. Naja, mal beseitigen wir die Gegner. Oh, das hätte ich nicht machen. So, Barry macht schon gut. Dann schauen wir mal nach und finden... Ihr wagt es, mich zu bestehlen? Griff, Wot, Akrin? Kortor ist wahr. Meine Priester werden mit euch kurzen Prozess machen. Luft, Denoki. Die Schatten bewegen sich, hatte... Ich verstehe nicht, passt auf euch, was es sagt. Oh, das sind Gegner. Ja, anscheinend hatte hier jede Fraktion ihre eigene Quest mit Magiergilde und so. Okay, soll mich jetzt weniger stören. Gibt's mehr neuen Content für mich? So, gut. Auch weg. Augen nach oben. Noch eine Gruppe. Oben? Kommen die von oben oder was? Jetzt hast du mich abgelenkt. Das ist böse. Gut, sind wir jetzt fertig? Ich möchte diese Truhe öffnen. Es wird langweilig sonst. Nein, wir sind nicht fertig. Los. Na geht doch! Unerheblich! Kommt! Tretet mir persönlich gegenüber! Okay. Ja, die Eisbarriere ist zerstört. Wir können hindurch. Darf ich das so interpretieren, dass ich die Truhe doch nicht öffnen darf? Mann, ich will looten! Mann! Okay, ich hab jetzt einen Schmollmund, weil ich keine Truhen looten darf. Wozu bin ich denn überhaupt hier, bin ich? Ah, nix. So, Barry, der Bär, macht bärige Sachen. Warte mal, kann ich den eigentlich umbenennen oder so? So, weg. Nein. Hat gefühlt keinen Eigennamen oder so. Abgewehrt und dann bist du mal kurz am Boden und dann auch schon gleich wieder weg. Oh, das sind ja ein paar. Ah, zwei war zum Fallhagel. Na gut, immerhin.
Ist es keine Qualle direkt, die mir mein Hirn aussaugt, sondern... Habe ich das? Hier. Ein Netschkuh. Ihr ruft einen Netschkuh an eurer Seite, die euch größere Brutalität und größere Zauberei gewährt, wodurch 20 Sekunden lang eure Magie und Waffenkraft um 20% erhöht wird. Also diese Qualle sorgt dafür, dass ich... brutaler werde? Wow. Also, hätte ich nicht gedacht, dass das sich etwas blöd anhört, aber ja, Quallen machen mich brutal. Hi, Pando! So aus dem Zusammenhang gerissen, hört sich das echt bescheuert an. Quallen machen mich brutal. Hey, hi, Kotor. Die Gabel gehört mir. Ihr sollt sie nicht haben, dir Nu. Er hat die Gabel gehabt. Kopf geht's besser. Anscheinend hatte ich gestern zu wenig getrunken und war leicht neben der Spur. Da geh ich auch nicht da rein. Schlag zu! Das habe ich heute ein bisschen gerufen, indem ich mehr getrunken habe. Ich habe eigentlich gestern schon gedacht, dass ich getrunken habe. Hat mich mein Körper wieder eines Besseren belehrt. So, gib die Gabel her. Die Gabel der Gänsehaut. Eine zweizingige Gabel aus einer Art Grudeneisen. Sie riecht leicht nach Roastbeef. Komm, okay. Sterblicher. Lasst uns keine Zeit verschwenden, oder? Ich will jetzt nicht sagen, er konnte mit der Gabel nicht umgehen, aber ich glaube, er konnte die wahre Bedeutung der Gabel... Hat sie nicht gegriffen? I don't know. Wie ich sehe, habt ihr die Gabel gut gemacht. Sogar beeindruckend. Ja, warum nicht an der Gabelstufe? Ich muss doch verifizieren, dass das die korrekte Gabel ist. Das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, wenn Sheogorath mich in eine Küche voller Gabeln schickt. Wie soll ich da die passende Gabel finden? Irgendwo muss ich doch alles sicher gehen, dass es die richtige ist. Okay, jedenfalls zurück zum Spiel. Ja, ich habe sie. Was nun? Nun zum Stab. Als wir das letzte Mal sprachen, erinnerte sich mein Fürst an die Unannehmlichkeiten von Wüstensand. Ich glaube, er liegt irgendwo in Hammerfall, in den vertrockneten Händen von Prinz Malael. Prinz Malael? Prinz Malael al-Akir, die Sense von Yokuda. Zu seiner Zeit ein imposanter Krieger. Doch diese Zeit ist über 1000 Jahre her. Und dennoch... Ich werde den Stab vom Prinzen holen. Es ist der eine Göffel. Das können wir bei ihm zutrauen. So, reden wir mal mit Chalidor. Wie erwartet. Noch ein Ort der Ruhe für die Toten. Sheogorath hat einen kranken Sinn für Humor. Wo bin ich hier? Dies hier ist die Nekropole Azakala, die Ruhestätte von Prinz Malael. Auch bekannt als die Sense von Yokuda. Die Untertanen des Prinzen waren schlau. Sie haben magische Siegel geschaffen, um seine Ruhestätte zu bewachen. Und ihr wisst, wie man an ihnen vorbeikommt. Betrachtet die yokudanischen Statuen. Jede trägt einen Kristall am Kopf und ein Siegel am Fuß. Und die Essenzen, die hier in der Luft herumwirbeln, ihre Energie kann dazu genutzt werden, um diese Schlüsselsteine zu öffnen. Und wie kann ich sie einfangen? Hier. Ich kann euch eine Aura verleihen, die es euch erlaubt, die Essenzen einzufangen, wenn sie durch euch hindurchfliegen. Sammelt so viele wie möglich von den Kleinen ein. Sie sollten dieses Skarabäus-Siegel auf den Statuen in der Nähe öffnen. Über die anderen beiden werde ich erst noch etwas nachdenken müssen. Ich kann das schaffen. Dieser Ort ist unglaublich. Die alten Rotwardonen waren ein edles und versiertes Volk. Okay, ich mache jetzt erstmal weiter. So, also ich muss einfach dahin laufen und habe ein Essenz. Klingt einfach. Orkische Amphore, Schruf. Okay. Dann holen wir die zweite und... Hm.
diesen Pfeilhagel nicht machen müssen. Aber gut. So, jetzt haben wir 3 und hier haben wir Nummer 4. Ihr habt die Essenzen. Durchtränkt eines der Skarabäus-Siegel damit. Aktiviert ein Skarabäus-Siegel. Ach hier. Dieses Siegel auf dem Boden. Wer wagt es, meinen Schlaf zu stören? Gut. Jetzt noch 4 mehr. Oh, okay. Es geht also so weiter. Surprise! So, dann holen wir mal wieder. Nummer 1. Nummer 2. Ist noch 1. hat mich hingegen. Oh! Ich dachte schon, der hat mich entdeckt, aber. Dann machen wir ihn noch so fertig. Da. Weg mit dir. So, wo ist Nummer 4? Da muss auch noch irgendwo was rumfliegen. Energie, Essenz, wo bist du? Ich sehe keine. Achso, da kann ich mit dir ihr reden. Seid auf nee, sorry, hab mich verbraucht. Nein, ist eine! Dam. Hey, ich bin doch durch den. Die letzten 4. Doch. Durchtränkt das andere Siegel damit. Okay, das ist dann hier auf der Seite. Ihr werdet meine Generäle niemals schlagen. Natürlich muss ich kämpfen. Wir hatten auch bitte was anderes erwartet. So, sprech mit Chalidor. Sag mal an. Für ein solch abergläubiges und magierhassendes Volk ist dieser Ort ein wahres Kunstwerk. Es ist selten das, was man denkt, was es ist. Was tun wir wegen den anderen beiden Statuen? Sind euch die Sandbarrieren an den Durchgängen in den Bergwänden aufgefallen? Nein. Ich vermute, dass die Generäle des Prinzen dort drin warten. Leicht. Ihre Essenzen würden zweifelsohne reichen, um die anderen beiden Statuen zu aktivieren. Seine Generäle? Woher wisst ihr das? Ganz einfach, Adept. Die Siegel an den Füßen dieser Statuen zeigen einen Skorpion und eine Spinne. Das waren die Geistertotems von Maleels wichtigsten Generälen, Sadina und Rashomta. Dann lasst sie uns holen gehen. Da können wir jetzt hier rein. Lässt sich immer von der Post wachklingeln, Pando. Oh, das ist jetzt etwas sehr unzeremoniell. Ihr werdet Maleel niemals erreichen. Achso, du bist schon da. Haha, kannst mich nicht schlagen, weil ich mich ständig bewege. Ja gut, ich muss sagen, ich habe bei mir Glück, bei mir kommt was, wenn ich nicht gerade Expresslieferungen mache, nur nachmittags. Da habe ich wirklich meistens auch geschlafen. Mein Leben für Maleel. Doch, trotzdem getroffen. Ich dachte, ich wäre außerhalb der Reichweite. Rashomtas Statue wird durch das Spinnensiegel gekennzeichnet. Mal wenigstens hier noch was mitnehmen. Gut. Ein glücklicher Zufall, Sterblicher. Der Stab gehört immer noch mir. Sadinas Statue sollte ein Skorpionsiegel am Fuß haben. So,
Ui. Das sind für mich komplett ungewohnte Zeiten. Geht in die Mitte. Dort solltet ihr den Schlüssel zu Prinz Malaels Grab finden. Also, so wie es aussieht, Portal? Oh. Ihr wagt es, mein Grab zu öffnen? Kommt und spürt die Sensenklinge. Wie gesagt, bei mir ist es selbst am Wochenende immer Nachmittag und eh für mich. Also frühestens zwei, meistens irre. Aber kann ich ganz gut leben. Insekt, ihr werdet den Stab niemals halten. Niemals! Okay, gut, dann werden wir ihn überzeugen. Das ist doch tot. Angefangen mit bitte, bitte. Und hör mal auf mit bitte, bitte. Nur bitte ganz viel Pfeilen noch hinterher. Eigentlich hätte ich gern jetzt einen Hammer benutzt, aber leider habe ich keinen Hammer im Inventar. Aber trotzdem, ja, es wird drauf hinauslaufen. Der Stab gehört mir! Ich schätze, Haskell wartet draußen. Gehen wir. Ja gut, jetzt haben wir die zwei Gegenstände, die er wollte. Also, können wir ihn dann auch mal persönlich treffen? Wie gesagt, natürlich ist so ein Witz. Ja, an sich, Malka fasste recht, weil man kann nicht erwarten, dass sie einfach mal alles, also die Postboten, alles mal so, Vormittag schon schaffen. Das ist auch nicht meine Kritik. Weil bei mir habe ich meistens das gute gehabt, wo ich mal, wenn ich gearbeitet habe, konnte ich mich teilweise darauf verlassen, wenn ich rechtzeitig wieder daheim bin, kann ich das Paket sogar noch persönlich annehmen. Und das ist auch schon eine gewisse Art Luxus für mich. Eine weitere erfolgreiche Bergung, wie ich sehe. Ja, hier ist der Stab. Wohlan denn. Ich habe Anweisung, euch zurück zu den Inseln zu bringen. Mein Fürst würde gern ein paar Worte mit euch wechseln. Ja, da reden wir mal mit ihm. Was für Bescheuertheiten hat er jetzt drauf?